Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind in der zweiten Welt angekommen. Mario hatte natürlich einen langen Weg von Welt 1 in Welt 2. Und ja, es war mühsig, aber wir sind da. Ne? Und von daher, von dem her, wie ich ja gerne gepflege zu sagen, ja, legen wir einfach mal los. Man muss nicht immer durch diese Ferngläser gucken, aber ja, oft ist es halt so, dass man dann ein Stern bekommt, den man halt sonst nicht bekommen würde. Das ist, ja, das ist halt einfach so. Keine Ahnung. Das weiß man aber vorher nicht, glaube ich. Also man muss halt einfach durchgucken und gucken, ob man so einen Topf findet. Das war sogar die erste Sternmünze. Da ist kein Leben. Hilfe! Na, warte mal kurz. Ich wollte schon dran vorbeilaufen. Ah. Das sieht jetzt natürlich aus, ne, als wenn ich hier einfach nur da drauf und dann da drauf, aber ja, falsch gedacht. Der Block ist ein bisschen weiter vorne. Da kommen wir jetzt so drauf, glaube ich. Ja. Mit so einem schrägen Sprung. Das könnt ihr vielleicht sogar gar nicht so gut sehen. So sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ja, der ist halt hier über dem Schwarzen, ist der. Naja. Naja, naja, naja. Na. So. Ne, es sind wirklich drei Pappaufsteller. Das ist krass. Oh, wir haben auch schon die zweite Sternmünze. Also die erste haben wir natürlich auch, ne? Haben wir ja gerade eingesammelt. Die Sternmünzen werden auf dem unteren Bildschirm angezeigt. Das werde ich aber nicht einblenden. Ne, ich werde allgemein auf dem unteren Bildschirm vielleicht mal so zur Information, falls es irgendjemanden interessiert. Da ist halt das Reserve-Item relativ groß. Und dann hat man da halt einfach nur die Anzeige, in welchem Level man gerade ist. Und die Sternmünzen und die Extra-Leben. Und das war es eigentlich auch schon. Da sind noch so zwei Knöpfe. Ah, okay. Und Knöpfe, mit denen man halt einfach die Kamera verstellen kann. Ja. Das war alles. Also da ist wirklich nichts Wichtiges drauf. Es gibt keine Karte oder sowas in der Art. Es gibt einfach gar nichts. Und von daher werde ich die, wie gesagt, einfach nicht einblenden. Ihr verpasst da nichts. Und ja, wenn Sternmünzen fehlen, dann merken wir das sowieso. Ich glaube, ihr könnt es dann auch sehen, wenn ich jetzt gleich aus dem Level rauskomme. Dann, ja, kann man sehen, dass da welche Sternmünzen ich eingesammelt habe, oder? Das wird dann nämlich auf dem oberen Bildschirm angezeigt. Ja, jetzt seht ihr, ich habe 3 von 3. Von daher, ne, seht ihr auch immer, wenn ich irgendwie was verpasse, könnt ihr das da nachgucken. Hier fehlen uns alle 3. Und ja, wenn mir was fehlt, werde ich es auch sowieso erwähnen. Von daher ist es relativ uninteressant, was da unten angezeigt wird. So, da ist eine Sternmünze. Da kommen wir von hier dran. Hä, kreuzen sich die Wege? Die kreuzen sich. Krass. Die liegen dann übereinander. Wusste ich gar nicht. Warte mal kurz. Ich kann doch da in die Röhre rein. Gibt's da irgendwas? Ah, okay. Da steht 3D mit Münzen. Ist der Wahnsinn, oder? Okay, da kann man keinen Wandsprung machen. Ach so, ja, apropos Sprung. Was kann Mario eigentlich alles? Ja, im Prinzip das, was er eigentlich immer kann, außer in Super Mario 3D World. Da konnte er verschiedene Sachen nicht. Wobei, ich weiß gar nicht so genau. Gibt's den Dreisprung? Weiß ich nicht genau, ob es den Dreisprung gibt. Kann ich jetzt auch schlecht ausprobieren. Weil ich hier schlicht und ergreifend nicht so viel Platz dafür habe. Das war auch eigentlich gar nicht so wichtig. Also, ja, was gibt es? Ne? Das ist jetzt die Frage. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich was verpasse, aber ich glaube nicht. Ne, dürfte eigentlich. Ja, ne, hier müsste dann die zweite sein, oder? Ja, richtig. Okay, alles klar. Nee, ich glaube, ich muss den nicht anmachen, Fackel.
So, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Weiß ich nicht, war aber auch, glaube ich, unwichtig. Irgendwas, was, wow, Hilfe. Ach so, was Mario für Sprünge kann, richtig. Ey, Kollege, warte mal kurz. War nicht mit dir irgendwas? Nee. Habe ich jetzt die Sternmünze verpasst? Nee, ich glaube, die Sternmünze ist hier relativ... Ja, das war eine böse Sternmünze. Die habe ich zum Beispiel, glaube ich, damals, als ich es selber durchgespielt habe, nicht sofort gefunden. Weil, wer achtet bitte da hinten auf, ob da was in der Wand ist. Ja. Aber man sieht natürlich, dass man die Knöpfe kaputt machen kann. Kann auch sein, dass ich hier als kleiner Mario ankam und deswegen das verpasst habe. Aber auf jeden Fall hatte ich das so im Kopf, dass ich hier irgendwas, ja, da hatte ich irgendwann mal Probleme mit. Und das ist nicht so gut. Ja. Thumbnail zu dem Let's Play, das ist auch ein interessantes Thema. Was kann man hier für Thumbnails machen? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich habe ein Thumbnail und da werde ich schlicht und ergreifend... Ich möchte einfach die Blumen hier einsammeln, sehr schön. Ich habe ein Thumbnail und da werde ich halt irgendwas hinterklatschen, aber die Frage ist, was nimmst du hier aus dem Spiel heraus, was du dahinter klatscht? Ich weiß es nicht. Die Rätselboxen aktivieren sich übrigens nach einer Zeit wieder. Wie genau das gestaffelt ist, weiß ich nicht, aber sie tun's. Ja, also, keine Ahnung. Das ist eine Information, mit der ihr jetzt was anfangen könnt oder mit der ihr halt nichts anfangen könnt. Das ist ganz euch überlassen, aber ja, sie tun's auf jeden Fall, die Rätselboxen. Wir können hier Mario Schuh benutzen und damit nach oben fliegen quasi. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Dann sind wir hier beim Pixel Luigi und bei der ersten Starcoin. Und dann muss ich hier einfach runterspringen, oder? Weitsprung! Ja, mit Tanuki kannst du hier relativ viel überspringen. Nein! Ist nicht dein Ernst! Oh Mann! Entschuldigen Sie? Wie soll ich denn an die Münzen da oben kommen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht so genau. Was ist denn hier drin? Oh, echt? Nochmal so ein Gerät. Gut, dass wir noch einen Tanuki haben. Sonst hätten wir echt Probleme. Okay, hier gibt es nur die 8 roten Münzen oder was? Nein, nein, nein! Bist du bekloppt? Hä? Was mache ich denn falsch? Der kann so einen Rücken... Wie hätte ich denn da hochkommen sollen? Verstehe ich nicht. Irgendwas fehlt mir doch hier gerade. Ach, ich... Ach, Kollege! Warst du vorher schon da? Den habe ich bestimmt übersprungen. Jetzt mal, ja, jetzt wird mir einiges klar. Okay, die Zeit brauchen wir nicht unbedingt. Mir fehlen auch noch 2 Sternmünzen. Ah, schon wieder so ein Drehding. Da kommt direkt die ganze Hose mit hoch. Ne, was ist denn das? Das sind wieder die Schuhe, oder? Okay, das war die 3. Sternmünze. Das bedeutet, wir müssen nochmal in das Level. Jetzt können wir natürlich überlegen. Oh, ein Stern. Jetzt können... Ach, das ist hier... Ne, das ist Lady. Ah, Retro-Blöcke. Jetzt können wir natürlich überlegen, ob wir das Ganze jetzt direkt nochmal machen wollen, um die 2. Sternmünze zu suchen. Oh, 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 da. Ob ich das einfach auch quasi Luigi als Aufgabe mitgebe, dann später. Dann hat er auch noch was zu tun, aber... Nee, im Grunde genommen... Könnte ich das eigentlich... Nö, oder? Ich weiß nicht genau, wie das mit der Zeit aussieht. Das habe ich jetzt nämlich nicht so punktgenau im Blick gehabt. Aber im Grunde genommen... Ah, hier ist direkt einer. Ja. So. Und wo ist dann die 2. Sternmünze? Scheiße.
Oh Mann, das Lied war nicht ganz richtig, glaube ich. Ich glaube, da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. So, was bist du für ein Block? Ah, auch ein Fliegeblock. Ja, den hätte ich vielleicht von Anfang an mal nehmen sollen. Jetzt kann ich nämlich auch die Münzen hier einsammeln. Hä? Mache ich irgendwas falsch? Wie soll ich denn die Münzen einsammeln? Ja. Die Antwort war, Cornel, du machst irgendetwas falsch. So, wo ist jetzt die nächste Sternmünze? Das ist jetzt so eine Frage, die ich beim besten Willen nicht so... Nein, ich bin so... Ich bin so blöd, ne? Oh mein Gott. Naja, was soll's. Was soll's. Ich werde natürlich versuchen, dieses Projekt täglich zu bringen. Ach da, stimmt. Da ist die Sternmünze. Kann ich mich sogar daran erinnern. Ist gar nicht mal so einfach. Wow. Okay. Ich werde natürlich versuchen, das Ganze hier täglich zu bringen. Allgemein sollte der Kanal jetzt hoffentlich wieder einigermaßen laufen. Wie gesagt, Uploadplan technisch muss ich eventuell nochmal einfach aus Gründen, dass ich den Uploadplan so, wie er momentan ist, wahrscheinlich nicht schaffen werde. Einfach nochmal ja, ändern müssen und anpassen müssen. Vielleicht ein bisschen kürzen. Und... Ja, prinzipiell, ne, wie gesagt, ach, hier gibt's noch so ein Secret, wenn man in die Tür läuft, glaube ich, ne, aber, naja. Das ist jetzt echt nicht so wichtig, oder? Wer das sehen will, der wird's wahrscheinlich schon gesehen haben. Und wer nicht? Entschuldigung. Und wer nicht, der kann sich das Spiel kaufen und es selber herausfinden. Ja, weil ich bin ja hier marketingtechnisch ganz groß mit Nintendo und... Das habe ich mit denen so ausgemacht, dass ich diese kleinen Sachen natürlich nicht zeigen werde. Einfach damit Nintendo da ne, so nochmal die Kaufoption auf ihrer Seite haben. Dass es Sinn macht, das zu kaufen und so weiter und so fort. So. Dann ist da die erste Sternmünze. Ja, die Level mit diesen... Naja, die Level mit diesen Plattformen sind immer ein bisschen tricky, immer ein bisschen gefährlich. Aber mit Tanuki natürlich kein Problem. Das ist auch so eine Sache, die das Spiel, glaube ich, relativ einfach macht. Man bekommt fast immer einen Tanuki. Also itemtechnisch wird man hier fast schon ein bisschen zu sehr zugepudert. Und deswegen ist es dann im Endeffekt gar nicht mehr so schwierig. Deswegen muss man sich die Schwierigkeit selber machen. Ey, weißt du... Du ahnst es nicht und dann passiert's. Das ist echt immer, immer das Gleiche. Oh ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal in das Level rein. Man kann nicht zweimal in diese Areale hinauf. Wow. Kollege, jetzt erstmal nicht sterben. Das wäre schon mal ein Anfang. Ja. Müssen wir nochmal kurz ins Level rein, einmal durchlaufen und dann haben wir das auch. Es gibt hier übrigens auch nochmal so eine ja, Highscore-Zeit, sagt man das so? So eine, ja, es läuft einfach ein Timer, wie schnell du in dem Level warst. Und da kann man natürlich dann immer so ein bisschen Speedrun-mäßig versuchen, schneller durchs Level zu kommen. Danke. Hier haben wir zum Beispiel jetzt, wo steht denn das? Ich glaube, es steht jetzt, oder? Da steht nirgendwo. Hä? Aber sowas gibt es auf jeden Fall in dem Spiel, das weiß ich. Aber ich weiß jetzt nicht. Vielleicht wird es auch später erst angezeigt oder so. Oder ich habe es gerade verrallt. Ich weiß es nicht so genau. So kann man natürlich auch durchs Level kommen. Ne? Ihr seht, es ist vom Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, natürlich auch durch den Tanuki bedingt. Nicht so schwierig. Ich bin ja hier gerade gestorben, weil ich hier so noch... Boah, krass, rüber wollte. Ja, ach so, und dann wollte ich nämlich hier so rüberspringen. Das Problem ist nur, dass es irgendwie so halb da drüber. Das ist natürlich jetzt einfach die Sache, weil ich den 3D-Modus nicht habe. Deswegen ist es da in den Gebieten ein bisschen schwierig, weil die sind darauf ausgelegt, dass du mit dem 3D-Modus einfach ein bisschen
interagierst und ja. Naja, ist nicht so schlimm, weil wir haben es ja geschafft. Nur zu meiner Verteidigung. Nur, dass es nicht an mir lag, weil ich so schlecht bin, sondern natürlich am Spiel. Das ist ja ganz klar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir den zweiten Part auch gut rumgekriegt. Und können im nächsten Part dann schon die zweite Welt abschließen. Es läuft echt wie am Schnürchen. Mal gucken, wie lange wir für das Let's Play letztendlich dann brauchen werden. Wie viele Parts. Ja. Aber denken wir jetzt mal nicht ans Ende, sondern, ne? Wir sind gerade am Anfang. Also von daher. Alles easy und ja, machen wir im nächsten Part das Luftschiff. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann und ciao, tschüss, euer Cornel.